G-Boys Tracks. Du willst dich mit dem Besten messen, na dann drehen wir mal auf. Mit deinem Namen schießt du maximal für ziemlich wacken Sound, Bitch. Was ist mit dir los? Ich liefer sicken Flow. Nach ein paar gekonnten Lines bist du nur klinisch tot. Ah, ich geb dir aus falscher Wut nen Roundhouse-Kick, der dich so entstellt, dass man dich danach ins Frauenhaus schickt. Und dass deine Mutter ne Not ist, hab ich nie gesagt. Aber du feierst den potenziellen Vatertag. Du bist ein Wackhead, ohne fetten Text und fetten Flow. Dass du jeden Beat verhornst, grenzt an den Syndrom. Und man braucht wirklich nicht auf deine Heilung zu hoffen. Und ich brauche keine Mühe, um die Scheiße zu toppen, die du unverschämter Bastard uns als Runde verkaufst. Ey, dich und lach ich aus. Und du wunderst dich auch darüber, dass ich floh wie ein Gott. Und so punche wie du Rock, aber du bist halt am Boden und wir bald over the top. Yo, das ist YNHHNY, das KRP ist für dich ja schnell vorbei. Aber kein Plan, was du gedacht hast, du. Das Ding hat nichts mit einer nassen Maske zu tun. Es ist nicht schlimm, dass du mit minderjährigen Sex hattest, aber dass du dabei AIDS hattest. Und zu allem Überfluss lässt du Widerlinge da noch in dein Face kacken. Lutsch an Zigaretten stummeln, während wir das Face. Erst deine Frau, dann ein Spasti, der den Takt nicht trifft. Wie ich nen Hall of Kids-Kandidat im Achtel krieg. Kann mir jemand sagen, was das für ein Spasti ist? Ich rüttel an dir, Digga, dann bist du mal abgemischt. Dein Video in der ersten Runde, das ging ja in Ordnung. Joe, ich glaub, das war das Intro von einem Hardcore-Porno. Nicht, weil deine Runde übertrieben krass ist, nee, weil du im Wald mit einer Sadomaso-Maske drehst. Yo, nach dieser Runde bist du klinisch tot. Aber Captain, bitte sag mir, warum liegt hier Stroh? Thema abgeschlossen, ist schon ein bisschen eklig und so. Kranke Hooks, Mann, die sind ja fast auf Levi-Niveau. Ob man gute Hooks macht, das juckt eigentlich. Aber einstellig, klar, Captain Hook heißt du nicht. In Sachen Lines kannst du gar nichts, Alter, ungelogen. Wir würden hier ohne eine einzige zwei Punkte holen. Yo, das ist YNHHNY, das KRP ist für dich ja schnell vorbei. Aber kein Plan, was du gedacht hast, du. Das Ding hat nichts mit deiner nassen Maske zu tun. Es ist nicht schlimm, dass du mit minderjährigen Sex hattest, aber dass du dabei AIDS hattest. Und zu allem Überfluss lässt du Widerling dir dann noch in dein Face kacken. Lutsch an Zigarettenstummel, während wir das Haze puffen.